Das Kinojahr 2017 neigt sich dem Ende zu. Grund genug, einmal zu schauen, was waren eigentlich die schlechtesten Filme im Jahre 2017. Das Ganze präsentiere ich euch gemeinsam mit Entertain TV. Los geht's. Bei meiner persönlichen Flop 10 ist auf dem 10. Platz, also der 10 schlechteste Film des Jahres 2017, Kong Skull Island, ein ziemlich großer Blockbuster, der jetzt nochmal so das Monster-Kino aufleben lassen wollte. Gerade King Kong soll ja wieder zurückkommen und in diversen Filmen auch auftauchen, irgendwann gegen Godzilla kämpfen. Hier muss ich aber sagen, ist der Film einfach als Start von dieser ganzen Nummer überhaupt nicht gelungen. Das Ganze sieht eben aus wie die Greenscreen-Party vor dem Herrn. Es gibt eher dümmliche Charaktere, eine ziemlich dämliche Story und die Action-Sequenzen sehen jetzt eben nicht so geil aus, dass ich sagen kann, alles klar, Hirn aus, ein bisschen Spaß haben, sondern es tut wirklich nonstop weh. Dementsprechend für mich eben einer der schlechtesten Filme des Jahres, Kong Skull Island. Das Schöne jetzt hier in diesem Video ist, dass es immer von Mal zu Mal schlimmer wird. Deswegen habe ich auch einen neuen Transformers 5. Da könnte man jetzt direkt das Argument bringen, ja Moment mal, aber da sind doch die Trickeffekte wahnsinnig gut. Das, was du gerade bei Kong Skull Island gesagt hast, so Hirn aus und läuft. Ja, aber das Ding ist 2,5 Stunden lang, es geht ungefähr 12 Jahre. In den ersten 1,5 Stunden passiert storytechnisch und auch sonst fast gar nichts. Man langweilt sich also zu Tode. Die Dialoge sind so dämlich, also nochmal eine Spur blöder. Und ja, so dieses ganze Militärgedöns, ja, brauche ich persönlich eben überhaupt gar nicht. Und ja, die Reihe wird eher schlechter als besser. Dementsprechend so von mir aus damit aufhören. Transformers 5 bei mir auf der 9. Mein Flop 8 hat so ein bisschen polarisiert. Es gibt Leute, die den sehr lustig fanden. Ich saß im Kino und habe leider nur den Kopf geschüttelt. Blieb insgesamt an den Kinokassen noch weit unter den Erwartungen. Die Rede ist von Bully Parade. Ein sehr sympathischer Mensch, der aber aus meiner Sicht eben jetzt so einen Film gemacht hat, den man vielleicht 2002 hätte ins Kino bringen können, aber irgendwie nicht mehr 2017. Sah nicht sonderlich gut aus und dadurch, dass man letztlich einfach nur lange Sketche aneinandergereiht hat, also nicht so im übertragenen Sinne, sondern wortwörtlich, war das ganze Konzept jetzt nicht sonderlich kreativ. Die Storys waren jetzt auch nicht wahnsinnig gut miteinander verwoben und so hatte man eher so das Fremdscham-Gefühl statt Retro-Flair Deluxe. Dementsprechend war das für mich einer der grausigsten Kinobesuche, die ich dieses Jahr erlebt habe und deswegen ist die Bully-Parade auf der 8. Auch dieses Jahr gab es sehr viele Horrorfilme, vor allen Dingen gab es dieses Jahr extrem viele gute Horrorfilme, so aber nicht The Bye Bye Man, ein Film, der so zwei völlig verschiedene Wege geht, die aber nicht wirklich zusammenfügt. Auch hier wirklich Dialoge, die einfach sehr, sehr schmerzhaft sind und ein Film, der dann am Ende überhaupt nicht gruselt, also sein Ziel vollends verfehlt. Schlimmer geht aber immer so, nämlich bei Die Hütte, eine Bestseller-Verfilmung, die hier wirklich mit der kompletten Moralkeule kommt und alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, wirklich damit zuzimmert. Mit Moral, Gott, Glaube. Also eben auf eine Art und Weise, die so unglaublich anbiedernd und missionarisch ist, dass man wirklich angebiedert aus dem Kinosaal rausgeht. Gleichzeitig muss man eben sagen, an dieser Stelle, es hat jetzt überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Es gibt ganz viele Filme, die gerade dieses Thema, auch wenn man eben jetzt selber nicht gläubig ist, auf eine schöne Art und Weise irgendwie mitteilt, das ist hier eben nicht gelungen. Also wirklich ein Film zum Fremdschämen und eben zum Verstecken, so im Sitz, so. Einer der größten Flops des Jahres, sowohl auf der quantitativen Seite, sprich Einspielergebnisse, als auch auf der qualitativen Seite, ist Flatliners. Das ist ein Remake von einem Film aus den 90er Jahren, was aber irgendwie überhaupt gar nicht die Stärken des Originals nimmt und weiter ausbaut und die Schwächen irgendwie versucht auszumerzen, sondern es ist einfach ein komplett lebloser Film, der seine Charaktere komplett blass lässt und eigentlich allesamt unsympathisch sind, sodass man mit nicht einer einzigen Figur trauert, wenn in irgendeiner Art und Weise was schief geht. Ein Film, den man wirklich ganz schnell wieder vergessen sollte. Flatliners. Das Thema Social Media ist jetzt nicht sonderlich neu, wird aber natürlich auch in der breiten Medienmasse immer weiter thematisiert. Kein Wunder, dass es jetzt auch einen Film gibt, der wiederum auf einem sehr erfolgreichen Buch basiert, nämlich The Circle. Auf den ersten Blick wird man sagen, so ja, das Thema, das ist frisch, das hat noch keiner jetzt so im großen Maße gemacht. Wir haben Emma Watson dabei, wir haben Tom Hanks dabei, Junge, der hat 2 Oscars gewonnen, richtig stark. Das
muss doch ein guter Film werden. Wir sind aber ja hier in dem Video die schlechtesten Filme des Jahres und sogar schon bei Platz 4 gelandet. Und genau dort platziere ich eben The Circle, weil er es einfach nicht schafft, diese Thematik so ein bisschen differenziert zu sehen, sondern komplett einseitig. Schauspielerisch ist das ja auch eher auf mittelmäßigem Niveau, aber vor allen Dingen ist hier einfach das Drehbuch so furchtbar und eben so einseitig und unglaubwürdig, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, so, warum ist eigentlich dieser sehr intelligente Charakter, der uns in den ersten 2 Minuten auf jeden Fall als sehr intelligent vorgestellt wird, nachher so komplett blind und es gibt eben hier überhaupt nicht das Rädchen, was gedreht wird, sondern es ist einfach von vorne bis hinten extrem plump gemacht und war eben einer der Filme, bei denen ich mich wirklich tierisch geärgert habe, dass ich 1,5 Stunden meiner Lebenszeit offenbar verschwendet habe. Einer der ganz großen Enttäuschungen ist aber auch Jigsaw gewesen. Ein Film, bei dem man sich erstmal gedacht hat, so ja, okay, man hat sich ein bisschen Zeit gelassen, jetzt die Saw-Reihe wieder zu beleben. Man schafft es aber überhaupt nicht, so diese packende Atmosphäre vor allen Dingen von dem Original in irgendeiner Art und Weise abzubilden. Die Geschichte ist ziemlich dämlich und man versucht mit so Pseudo-Twists das Ganze die ganze Zeit irgendwie aufzupushen und aufzupolieren. Gelingt aber eben gar nicht. Es ist eben einer dieser Filme, bei denen man sich langweilt, bei denen man eher über extrem peinliche Dialoge lachen kann. Und eben am Ende da sitzt und sich die Frage stellt, so, wofür führt ihr diese Geschichte weiter, wenn das das Ergebnis ist? Dementsprechend gehört für mich Jigsaw auf Platz 3 der schlechtesten Filme des Jahres 2017. No, it's not creepy at all. Wer Kalendersprüche als große Philosophie oder eben auch als wunderschöne Poesie wahrnimmt, der wird auf jeden Fall bei verborgener Schönheit nicht so Probleme haben wie ich. Denn für mich war dieser Film einfach wirklich grauenhaft. Nicht nur, dass der Trailer einen komplett anderen Filmverlauf prophezeit und relativ zügig der Zuschauer weiß, okay, also dieses überraschende Momentum, was dort im Trailer irgendwie angeteasert wird, das passiert im Film gar nicht. Da ist doch total klar, was da passiert. Das ist das eine. Auf der anderen Seite haben wir hier Moralvorstellungen, die wirklich in eine sehr komische und sehr seltsame Ecke gedrückt werden. Plus eben wirklich so die allerletzten Kalendersprüche, wo man sagt so, boah, ey, das hat doch, das ist so furchtbar, das sind so viele Klischees, das ist so kitschig und das ist vor allen Dingen so unfucking fassbar unglaubwürdig, dass verborgene Schönheit bei mir einen sehr, sehr hohen Platz eingenommen hat. Nämlich den silbernen Platz, der zweitschlechteste Film für mich, den ich in diesem Jahr gesehen habe. Aber es gibt ihn noch, den schlechtesten Film des Jahres 2017. Während ich da im Kino saß, habe ich wirklich alle 10 Sekunden mir die Frage gestellt, warum hat man diesen Film gemacht? Warum? 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 Wir blenden ein paar Kackhaufen-Emoji ein und es geht um den Emoji-Movie. So die ersten 3 Minuten, da hat man noch das Gefühl, ja, das könnte in eine ganz nette Richtung gehen. Danach ist die Geschichte wirklich grauenhaft, aber vor allen Dingen die Gags so unfassbar schlecht, dass ich das nicht geglaubt hätte, wenn ich es nicht selber gesehen hätte. Dementsprechend ist es fast schon ein Kandidat für einen Filmabend, wo man sagt so, juhu, wir schauen einen schlechten Film, denn dafür macht er dann fast sogar schon ein bisschen Spaß. Aber tatsächlich, die Animationen sind extrem schwach, die Geschichte ist extrem billig und total am Reißbrett letztlich konzipiert worden. Ja, und wie gesagt, die Gags, meine Fresse, die Gags. Und die deutsche Synchro. Also das sind sogar Profis am Werk gewesen, auch was die Synchro betrifft. Aber hier haben einfach alle wirklich an jeder Ecke maßlos verkackt. Dementsprechend, wie gesagt, Kackhaufen-Emoji, mein schlechtester Film im Jahre 2017. Das ist aber ja letztlich meine Liste. Von euch würde ich jetzt gerne in den Kommentaren eure Flops sehen. Ob das dann nur 3 schlechte Filme sind, 5, 400 oder einfach jeden Film, den ihr jemals gesehen habt. Schreibt es in die Kommentare. Ich würde gerne mit euch ein bisschen diskutieren. Für euch gibt es aber auch noch eine schöne Übersicht direkt bei entertaintv.de. Mit denen haben wir dieses Video hier auch zusammen produziert. Gibt es einen Link in der Infobox. Und wer sich jetzt aber sagt, so, oh je, der hat aber ganz schön gemeckert. Findet der überhaupt Filme gut? Ja, sehr viele sogar. Deswegen verlinke ich euch auch direkt meine Lieblingsfilme aus dem Jahre 2017. Klickt da drauf und da seht ihr, was ich gefeiert habe. Oder ich verlinke euch noch ein schönes Special zur Pitch Perfect 3. Klickt da drauf, habt eine gute Zeit und dann sehen wir uns im neuen Jahr wieder. In diesem Sinne, macht es gut und adieu.